Hey Leute, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt hier bei einer neuen Folge Just for Fun. Ja, zuerst, ich wünsche euch ein frohes Neues für die Leute, die gut durchgekommen sind. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachten gehabt und seid auch habt gut gefeiert am Silvester. Und da dachte ich mir jetzt, so am Sonntagabend kann ich doch mal was Nettes aufnehmen. Ich habe mal YouTube ein paar Videos mal rumgeforscht und da ist mir was ins Auge gesprungen. Und zwar gibt es ja tatsächlich Pokémon-Sammelkarten online. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das gibt. Ich weiß, dass es ja Pokémon-Karten gibt. Ich hatte auf früher welche besessen. Und es gibt ja auch ein Gameboy-Spiel, das Training-Card-Game. Und das basiert wohl darauf. Und da ist ja so viele Pokémon-Karten rausgekommen. Mit den sämtlichen Booster-Packs, die ich mir natürlich nicht mehr kaufen werde. Weil die mir einfach zu teuer sind. Und aber online ist es ganz schön. Also man finde ich schön. Aber es sind ja auch bestimmt neue Regeln dazu gekommen. Und da gibt es tatsächlich ein Tutorial. Und ich würde sagen, schauen wir uns das am besten mal an. So, dann fangen wir auf Player. Und dann fängt das auch schon an mit den Grundfertigkeiten, fortgeschrittene Fähigkeiten, hochentwickelte Fähigkeiten. Okay, dann starten wir erstmal mit den Grundfähigkeiten, mit Energie, Pokémon-Entwicklung, Trainerkarten, Retten den Tag, Kampf. Und das war's auch schon. Und dann geht's weiter mit Schwäche und Resistenz. Dein Pokémon zurückziehen, Preiskarten und wie man das Spiel gewinnt. Du sitzt auf den heißen Stuhl, da bin ich sehr interessant. Poké-Powers und Poké-Booties. Einführung, spezielle Zustände, wie spezielle Zustände funktionieren, Aufbau und erster Zug. Fangen wir einfach mal mit der ersten Grundfähigkeit an, mit der Energie. Hallo, heute wollen wir etwas über Energie lernen. Wenn wir fertig sind, werde ich dir einen besonderen Preis verleihen. Das hier ist eine Energiekarte. Klick sie an, um ihren Typ herauszufinden. Ja, das sieht man doch. Es sieht mir nach Donner aus oder Elektro. Es handelt sich um Elektroenergie. Hier ist noch eine Energiekarte. Um welchen Energietyp handelt es sich hier wohl? Ich denke mal... Nur zu, klick die Karte an. Das könnte Wasser sein. Ich bin mir aber nicht sicher, aber... Wasserenergie. Ach, gut. Gut. Es gibt 8 Energietypen. Oh, 8 Versuche, Stück. Die Pflanze-Energiekarte in deiner Hand zu finden. Ja, jetzt wird's schon schwieriger. Ich denke mal grün. Ja, genau. Das ist eine Pflanze-Energiekarte. Welche Karte ist eine Feuer-Energiekarte? Ich denke, ja, also das ist ja noch die leichteste. Ja, das ist eine Feuerenergiekarte. Suche jetzt die Psychoenergiekarte. Ja, du sagst mir hier schon alles vor, welche Farben die haben. Ist ja schon langweilig. Richtig. Suche als nächstes die Kampfenergiekarte. Kampf, okay. Das sind die Standard. Welche Karte ist die Finsternisenergiekarte? So, also eins weiß ich. Kampf, Psycho, Elektro, Wasser, Pflanze... Und Feuer sind definitiv... Ja, danke, ich weiß. Die sind natürlich alte. Und die Finsternis-Energiekarte ist neu, da es ja auch den Typ Unlicht gibt. Korrekt. Und zu guter Letzt die Metall-Energiekarte. Und natürlich die Stahl. Und weiter geht's. Pokémon. Aber es fehlt eine noch. Sehen wir uns mal an, wie Pokémon Energie zum Angriff einsetzen. Klick auf eine Karte, um ein Pokémon aufzudecken. Es fehlt noch die farblose. Die gibt es wohl hier nicht. Ja. Es ist Kanimani. Kanimani! Siehst du das Energiesymbol hier? Wähle eine Energiekarte aus, die zu dem Symbol passt. Genau. Jetzt kann ich Kanimanis Nagenattacke einsetzen. Das ist Feurigel. Suche die Energiekarte, die zu diesem Symbol passt. Du bist echt gut. Ich weiß. Feuer.
Jetzt kann ich mit Verprügler angreifen. Alter, wieso verprügelst du mich das jetzt? Das ist Raichu. Raichu. Aber warte mal, was ist denn das für ein besonderes Symbol? Es scheint nicht zu den anderen Symbolen zu passen. Nein. Es ist besonders. Es heißt farblos. Klick das Energiesymbol farblos an, um weiterzumachen. Okay. Farblos Energie bedeutet, dass jeder Energietyp verwendet werden kann. Versuche eine Pflanze-Energiekarte zu spielen, um zu sehen, wie es funktioniert. Wieso kann ich nicht Kampf oder so nehmen? Sehr gut. Jetzt hat Raichu genug Energie für seine Attacke Eisenschweif. Spiele jetzt zwei Energiekarten, die diesen Symbolen entsprechen, um einen echt gewaltigen Angriff auszuführen. Ich brauche das. In einem echten Spiel spielst du übrigens immer nur eine Energiekarte während eines Zuges. Hier darfst du weitermachen und eine Karte mehr spielen. Ach, das ist aber nett. So, jetzt brauchst du das. Zwei Elektroenergiekarten sind angelegt. Das bedeutet, dass Raichu mit seiner Attacke Donnerblitz angreifen kann. Alter. Das ist alles, was du zum jetzigen Zeitpunkt über Energie wissen musst. Gut gemacht. Alter, was für ein... Boah, das ist ja echt unglaublich. So, machen wir direkt weiter mit den Pokémon-Entwicklungen. Ja, muss erstmal geladen werden, natürlich. Na, komm schon. Die Dame sollte jetzt gleich auftauchen. Na, komm schon. Die macht wohl noch ein bisschen Pause, wie es aussieht. Ist wohl noch am Frühstücken. Ah, okay, sie ist fertig. Hallo. Heute wollen wir etwas über die Entwicklung von Pokémon lernen. Kanimani ist ein Basis-Pokémon. Suche das Wort Basis auf der Karte und klick drauf. Ich denke mal da, wo es mir angezeigt wird. Ach, ich finde das so toll, Kanimani hier. Eine meiner Lieblingswasserstarter-Pokémon. Gutes Auge. Welches dieser Pokémon ist ein Phase 1 Pokémon? Klick auf Phase 1. Auch die Artworks, die gefallen mir richtig gut, ey. Das Spiel wird mir wahrscheinlich sehr gut gefallen. Richtig. Kanimani beginnt als Basis-Pokémon. Klick auf seine Karte, um seine erste Entwicklungsstufe zu entdecken. Es entwickelt sich zu Tyrakrok, einem Pokémon der Phase 1. Mhm. Klick, um seine nächste Entwicklungsstufe zu sehen. Und Tyrakrok entwickelt sich zu... Aha, Impergator ist seine Entwicklungsstufe 2. Wenn du mit einem Basis-Pokémon anfängst, hat es das Potenzial, stärker zu werden. Und mächtiger. Absolut faszinierend. Sehen wir uns jetzt ein weiteres Pokémon an. Klick auf die Karte, um sie umzudrehen. Oh, ich bin gespannt. Das ist Glumanda. Glumanda! Inzwischen kannst du feststellen, dass es ein Basis-Pokémon ist. Mhm. Glumanda kann sich zu einem dieser Pokémon der Phase 1 weiterentwickeln. Welches entwickelt sich aus Glumanda? Ah, das ist doch einfach. Das ist doch ein Tyrakrok. Nein, Quatsch. Ist das ein Glutexo? Richtig. Glutexo ist seine Entwicklungsstufe 1. Phase 1 bedeutet, dass es noch mächtiger ist. Shilok ist ein weiteres Pokémon der Phase 1. Klick auf die Karte hinter Shilok, um herauszufinden, aus welchem Pokémon es sich entwickelt. Was ist das denn jetzt hier? Shilok entwickelt sich aus Shiggy. Großartig! Zu welchem Pokémon der Phase 2 kann sich Shilok weiterentwickeln? Da ist ein Hinweis. Mach weiter und klick das Pokémon an, das sich aus Shilok entwickelt. Och, ich finde das Turtle richtig gut gemacht worden, aber Turtle sieht auch voll geil aus. Auch einer meiner Lieblings-Wasserstarter. Ich glaube, Turtle ist sogar vor Impegator, ey. Das ist Hammer. Das stimmt. Das ist so geil. Es ist Turtle. Wow. Ist die Entwicklung von Pokémon nicht interessant? Ja, definitiv. Diese drei Pokémon sind alle Teil derselben Entwicklungskette. Die Kette beginnt mit einem Basis-Pokémon, das sich zu einem Pokémon der Phase 1 und dann zu einem Pokémon der Phase 2 entwickelt. Tornupto ist ein mächtiges Pokémon der Phase 2. Können wir es ganz allein ausspielen? Nein. Mm-mm. Und warum? Klick auf Entsteht aus Igelava auf Tornuptos Karte. Entwickelt sich aus... Ach so. Hier? Ach, hier. Gut.
Das bedeutet, dass Igelava, das Pokémon der Phase 1, im Spiel sein muss, bevor sich daraus Tornupto entwickeln kann. Ja. Was ist jetzt mit Igelava? Es ist ein Pokémon der Phase 1. Kann dies allein gespielt werden? Klick auf Igelavas Karte auf Entsteht aus Feurigel. Es kann nicht alleine. Es braucht immer ein Basis-Pokémon. Das bedeutet, dass das Basis-Pokémon Feurigel im Spiel sein muss, bevor sich daraus das Phase 1-Pokémon Igelava entwickeln kann. Entwickelt sich Feurigel aus einem anderen Pokémon? Nein, tut es nicht. Es ist ein Basis-Pokémon. Mach weiter und spiele jetzt Feurigel. Alles klar. Und aus Feurigel. Gut. Feurigel ist ein Basis-Pokémon. Es kann also allein gespielt werden. Spiele jetzt das Pokémon der Phase 1, das sich aus Feurigel weiterentwickelt. Okay. Du hast es verstanden. Igelava entwickelt sich aus Feurigel. Jetzt, wo das Pokémon der Phase 1 Igelava im Spiel ist, kannst du Igelava zum Phase 2-Pokémon Tornupto weiterentwickeln. Versuch es einmal. Danke. Das ausgezeichnet. Werde ich jetzt einfach mal machen. Wie du gemerkt hast, bedarf es einiger Arbeit, um ein Pokémon von einem Basis-Pokémon zu einem Pokémon der Phase 1 und dann zu einem Pokémon der Phase 2 zu entwickeln. Aber der Aufwand lohnt sich. Jetzt können wir mächtige Angriffe starten. Das war schon ein guter Start mit den Entwicklungen von Pokémon. Okay, eins muss ich sagen. Die wiederholt sich andauernd, finde ich. Ich habe schon beim ersten Mal begriffen, was Phase 1 Pokémon sind und was Phase 2 Pokémon eventuell auch sind. Was mich doch noch interessiert, wie es aussieht mit den Mega-Entwicklungen, weil die ja auch neu dazugekommen sind. Das interessiert mich noch, aber da kommen wir wahrscheinlich irgendwann auch noch dazu. So, Trainerkarten rettern den Tag. Dann, gute Dame, wie auch immer sie heißen, erzähl uns mal von Trainerkarten. Ich möchte hier noch mehr Wissen haben, bevor ich überhaupt das Game spiele. So, der kurze Toilettengang. Und da ist er wieder. Oh, hallo. Du hast mich offensichtlich in einer ziemlich misslichen Lage erwischt. Ich befürchte, dass Kanimani und Pikachu keine Herausforderung für Lucario sind. Lucario ist ein Pokémon der Phase 1. Warum arbeiten wir uns nicht zusammen durch diesen Kampf? Es soll sich auch für dich lohnen. Mhm, okay. Nun, mein vielversprechender junger Trainer, ich frage mich, ob du dich mit Trainerkarten auskennst. Falls nicht, dann sicherlich bald. Deine ganze Hand ist voller Trainerkarten. Sieh nur. Schauen wir sie uns in Aktion an. Suche die Trainerkarte Pokéball und spiele sie. Ich will mich aber gerne nur umschauen. Wir haben Tausch. Tausche eins deiner Pokémon, deine aktiven Pokémon gegen ein Pokémon auf der Bank aus. Okay, die kennt man. Okay, Kuhumilch kann man jetzt nicht angucken, aber dann spielen wir halt das Pokéball. Das ist sie. Mit Pokéball darfst du dein Deck nach einem Pokémon durchsuchen, wenn der Münzwurf Kopf ergibt. Meinst du, du hast Glück? Los geht's, wirf die Münze. Ah, das. Ah, ja, die wird oder soll ja auf Kopf landen. Alles klar, es ist Kopf. Ich werde weitermachen und ein Pokémon im Deck suchen. Ah, da haben wir eins. Es ist Raichu, ein Pokémon der Phase 1, das sich aus Pikachu weiterentwickelt. Mach weiter und spiele jetzt Raichu, um Pikachu weiterzuentwickeln. Aber Pikachu ist auf der Bank. Ach so, das geht. Ja, alles klar. Natürlich genau. Geht das. Da Kanimani schwer angeschlagen ist, wäre es vielleicht gut, es aus der Schusslinie zu nehmen. Anscheinend hast du eine weitere Trainerkarte, die Kanimani und Raichu hilft, die Plätze zu tauschen. Versuche die Trainerkarte Tausch zu spielen. Alles klar, dann tauschen wir das Pokémon. Gut, mit Tausch kannst du das aktive Pokémon gegen eins deiner Pokémon auf der Bank austauschen. Puh, jetzt sieht es schon besser aus. Da Kanimani jetzt in Sicherheit ist, kannst du dir vielleicht einen Moment Zeit nehmen und es heilen. Siehst du die Trainerkarte Kumu-Milch? Mach weiter und spiele sie. Wille 1 in der Pokémon wirft 2 Münzen, entferne pro Kopf 3 Chance-Marken von gewählten Pokémon. Oh, ich bin gespannt. Ich kenne nur die Karte Trank. Mit Kumu-Milch kannst du ein Pokémon auswählen und dann 2 Münzen werfen. Pro Kopf darfst du 3 Schadensmarken vom gewählten Pokémon entfernen. In diesem Fall wählen wir Kanimani aus, natürlich, da es schon viele Schadenspunkte hat. Er hat nur noch 10 Mach weiter und wirf 2 Münzen. Hoffe auf Kopf.
Alles klar. Super. Toll. Einmal Kopf. Also dürfen wir 3 Schadensmarken von Kanimani entfernen. Ach so. Nun zurück zu Raichu. Hast du die angelegte Energiekarte schon bemerkt? Mhm. Wenn es noch eine Elektroenergie erhält, kannst du die Attacke Donnerblitz einsetzen, die 100 Schadenspunkte verursacht. Alter, krass. Das sind sehr viele Schadenspunkte. Mhm. Anscheinend hast du keine Energiekarten auf der Hand, aber du hast die Trainerkarte Energieumschalter. Versuche, die Trainerkarte Energieumschalter zu spielen. Lass mich erst mal vorher lesen. Lege einen Basis-Energie an eins deiner Pokémon angelegt ist, an ein anderes deiner Pokémon an. Moment, Moment, das heißt, kann ich mir halt eine Elektroenergie? Warum? Gut, jetzt kannst du die Energiekarte auswählen, die du verschieben möchtest. Klick auf die Elektroenergie, die an Kanimani angelegt ist, um sie zu Raichu zu verschieben. Also das sollte man lieber nicht machen, eine Elektroenergiekarte auf den Kanimani am Anfang zu setzen. Naja, gut. Ist das zumindest nur das Tutorial. Kommen wir jetzt zum großen Finale. Mach weiter und greif mit Raichus Attacke Donnerblitz an. Alter. Wie mache ich das jetzt? Achso, draufklicken. Donnerblitz. Und das war's mit Lucario. Wow, das hat Lucario mit nur einem Angriff kampfunfähig gemacht. Tolle Leistung. Ich weiß. Das ist nur ein Vorgeschmack darauf, wie aufregend es ist, wenn du ein Pokémon-Trainer bist. Wie du siehst, bieten Trainerkarten dir die Möglichkeit, deine Fähigkeiten einzusetzen. Voll geil. Ja, das ist ja schon mal geil. Das erinnert mich eher an Yu-Gi-Oh! Mit den Zauber- und Fallenkartensystem. So, dann haben wir in der letzten Kategorie Kampf, Grundfähigkeiten. Dann lehre uns mal den Kampf. Da wir ja schon einiges gelernt haben, was Energie, Pokémon, Trainerkarten sind und Pokémon-Entwicklung. Jetzt kämpfen wir auch. Das ist ein Pokémon-Kampf. Decken wir unsere Pokémon auf. Ja, Kanimani. In Ordnung. Dein Kanimani gegen mein Mauzi. Okay. Und sieh nur, keine auf Chance. Der Bank sind weitere Pokémon zur Unterstützung. Bist du bereit für den Kampf? Natürlich. Du fängst an. Alles klar. Es sieht so aus, als ob du Kanimanis Attacke Nagen einsetzen kannst. Mhm. Klick Nagen an, um den Angriff einzuleiten. Dann nagt mal Kanimani. So, krieg erstmal 10 Schadenspunkte geben. Oh, Mauzi hat dadurch 10 Schadenspunkte erlitten. Glücklicherweise hat Mauzi 60 Kraftpunkte oder KP, also sind noch einige Angriffe nötig, um Mauzi kampfunfähig zu machen. Jupp, leider. Jetzt bin ich dran. Ich setze Mauzis Attacke Zahltag ein. Ach, du schenkst mir Geld. Ja, du ziehst genauso viel ab. Ha, dein Kanimani erleidet 10 Schadenspunkte. Freu dich nicht zu früh. Die 2 angelegten Energien bedeuten, dass du jetzt Kanimanis Attacke Wellenplatscher einsetzen kannst. Versuch es. Auf jeden Fall. Los, Kanimani. Wellenplatscher. Großartig. Mauzi erleidet 20 weitere Schadenspunkte. Wie du siehst, zeigen 2 Schadensmarken 20 Schadenspunkte an. An den Schadensmarken kannst du leicht mitverfolgen, wie viele Schadenspunkte ein Pokémon erlitten hat. Ich verwende für meinen Angriff Mauzis Attacke Schaufelkrallen. Erst kriegt er auch wieder was. Ha! Kanimani erleidet 20 Schadenspunkte. Wie die sich freut. Du bist wieder dran. Versuch, mein Pokémon kampfunfähig zu machen, bevor ich deins erwische. Wenn du das schaffst, erhältst du eine besondere Belohnung. Oh, da bin ich gespannt. So, du hast noch 30. Dann kriegst du direkt erstmal wieder einen Wellenplatscher. Und jetzt hast du noch 10. Ich setze Mauzis Attacke Schaufelkrallen ein. Verrat doch nicht alles. Ja. Jetzt habe ich auch genauso viel. 50. Jetzt kannst du einen Angriff auswählen. Ja, welchen nehme ich denn? Ich nehme direkt wieder Wellenplatscher. Dann besiege ich dich auf jeden Fall. Du hast mein Pokémon kampfunfähig gemacht. Hm. Tolle Leistung. Du hast deinen ersten Kampf gewonnen.
Okay, das war ein gutes Tutorial. Naja, egal. Jetzt haben wir ja schon einiges gelernt. Dann können wir uns doch weiter wagen und an den fortgeschrittenen Fähigkeiten rangehen. Schwäche und Resistenz. Das wird ein Spaß. Es wird immer nur besser. So. Was lehrt uns jetzt die gute Dame? Hallo. Es ist an der Zeit, etwas über Schwäche und Resistenz zu lernen. Mhm. Fangen wir mit Schwäche an. Alles das klar. Das hier ist Karnimani, ein Wasser-Pokémon. Ja. Klick auf der Karte Schwäche an. Schwäche. Ach, da unten. Richtig. Gegen welche dieser Pokémon hat es eine Schwäche? Das ist das Indivia. Richtig. Es hat eine Schwäche gegen Pflanze-Pokémon. Das hier ist das Feuer-Pokémon Feurigel. Gegen welche dieser Pokémon hat es eine Schwäche? Gegen unser Kanimani. Gut. Feurigel hat eine Schwäche gegen Wasser-Pokémon. Das bedeutet, dass es bei einem Angriff von einem Wasser-Pokémon mehr Schadenspunkte erleidet. Diese drei Pokémon haben eine Schwäche gegen denselben Typ. Wasser. Aber hast du den Unterschied in den Schwächen bemerkt? Ja. Welches dieser Pokémon hat eine Schwäche von plus 10? Das Glumanda. Richtig. Was bedeutet das? Das freue ich mich jetzt auch. Mach weiter und setze Karnimanis Attacke Nagen ein. Okay. So, 10 Punkte. Die Attacke Nagen verursacht 10 Schadenspunkte, also eine Schadensmarke. Klick Schwäche an, um zu sehen, wie sie sich auswirkt. Da Glumanda eine Schwäche von plus 10 gegen Wasser hat, wird eine zusätzliche Schadensmarke für 10 weitere Schadenspunkte hinzugefügt. Okay. Gut. Welches dieser Pokémon hat eine Schwäche von plus 20 gegen Wasser? Ja, das weiterentwickelte Pokémon Glutexo. Richtig. Schwäche plus 20 bedeutet 2 Schadensmarken zusätzlich zu den Schadenspunkten des Angriffes. Welches von diesen hat nun eine Schwäche von mal 2? Alter, verwirr mich doch nicht so sehr. Auch interessant gemacht, dass sie jetzt offenbar die Karten vertauscht. Und zwar ist das Feurige. Großartig. Schwäche mal 2 bedeutet, dass die Schadenspunkte des Angriffs 2-mal angewendet werden. Setze jetzt Karnimanis Attacke Wellenplatscher für 20 Schadenspunkte ein. Das heißt, er bekommt jetzt doppelt? Nee, eigentlich schon, ne? Doppelt. 40 Punkte muss er jetzt Schaden kriegen. Und zack! Klick jetzt auf Schwäche, um zu sehen, was passiert. Alles klar. Dieselbe Anzahl Schadenspunkte wird ein weiteres Mal aufgrund der Schwäche angewendet. Sehr gut. Das ist alles, was du jetzt über Schwäche wissen musst. Sehen wir uns nun die Resistenz an. Oh, das ist Lavita. Klick auf der Karte Resistenz an. Da. Genau. Hier sind 3 Karten. Gegen welchen Typ ist Lavita resistent? Da eigentlich Lavita ein Gestein Pokémon ist, gibt es keine Gesteinskarten, wie ihr schon mitbekommt. Deswegen sind die auf Kampf umgebaut worden. Alle Gestein- und Boden-Pokémon sind jetzt Kampf-Pokémon. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass sie das dann nicht umgesetzt haben. Aber gut. Richtig. Lavita hat eine Resistenz gegen Elektro-Pokémon. Wenn das verteidigende Pokémon eine Resistenz gegen diesen Typ hat, erhält es weniger Schadenspunkte. Sehen wir uns das in Aktion an. Klick, um Vatis Attacke Donnerschock einzusetzen. Alter, ist ja gut, ich mache ja schon. Und jetzt müsste... Sie verursacht normalerweise 40 Schadenspunkte. Klick 40. Resistenz an, um zu sehen, was sie bewirkt. Das heißt, nur die Hälfte eigentlich. Ja, mach ich doch. Resistenz minus 20 bedeutet, dass du 20 Schadenspunkte, also 2 Schadensmarken, vom ursprünglichen Angriffsschaden abziehen kannst. Da Lavita über eine Resistenz gegen Elektro-Pokémon verfügt, hat es nur 20 Schadenspunkte anstatt 40 einstecken müssen. Nein. Setze am besten Pokémon anderer Typen im Kampf gegen es ein. Einige Pokémon verfügen über gar keine Resistenz gegen andere Pokémon-Typen.
Okay. Welches dieser drei Pokémon hat keine Resistenz? Ich würde sagen, dass Karpador, weil da kein Zeichen ist. Gut, Karpador hat keine Resistenz gegen irgendeinen Pokémon-Typ. Aber warum? Es gibt noch etwas, das du über Schwäche und Resistenz wissen musst. Wenn sich Pokémon weiterentwickeln, können sich ihre Schwäche und Resistenz ändern. Garados entsteht aus Karpador. Wenn du es anklickst, siehst du, dass Garados eine andere Resistenz als Karpador hat. Und zwar die Kampf. Das ist im Moment alles. Achte gut auf Schwäche und Resistenz, denn so kannst du deine Chancen, das Spiel zu gewinnen, verbessern. Bis später. Sehr geil. Okay. Dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange, machen wir am besten weiter mit deinem Pokémon zurückziehen. Dann schauen wir mal. Da bin ich sehr gespannt. Ja, es gibt keine Musik, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ist ja nur Tutorial. Außer jetzt gibt es ein kleines bisschen Musik. Hallo, die Zeit ist perfekt, um zu lernen, wie du mit deinem Pokémon einen Rückzug machen kannst. Raichu, ein aktives Pokémon, hat schon eine Menge Schadensmarken und wird den nächsten Zug nicht verkraften. Oh. Klick auf der Karte Rückzugskosten an. Rückzugskosten? Ach, da unten. Rückzug bedeutet, dass du dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank tauschst. Mach jetzt weiter und setze Pikachus Schweifschlagangriff ein. Normalerweise muss man dann Dingens abgeben, Energie, so viel ich weiß. Das kann sein, dass die Regeln hier ein bisschen geändert wurden. Schweifschlag, das heißt, er macht eigentlich gar keinen Schaden. Er macht gerade 10 Schaden, hat eine Resistenz, gleich gut, minus 10. Ich bin jetzt dran und nutze meinen Zug, um anzugreifen. Und da ich eine Doppelschwäche habe, kriege ich erstmal... Du bist wieder dran. Hast du bemerkt, dass Pikachu eine Schwäche gegen meinen Pokémon-Typ hat? Ja, habe ich gesehen. Es wäre vielleicht gut, einen Rückzug durchzuführen. Klick auf der Karte Rückzugskosten an. Ah, jetzt, da sieht man. Genau, wie du siehst, kostet es eine Energie eines beliebigen Typs, um dieses Pokémon zurückzuziehen. Gut. Anders als beim Angriff verliert das Pokémon beim Rückzug eine bestimmte Menge an Energie. Um die Rückzugskosten von Pikachu zu bezahlen, wähle eine Energiekarte, die an Pikachu angelegt ist. Versuch es jetzt. Okay. Die Regeln haben sich doch nicht geändert. Wie du siehst, landet die Energiekarte hier. Das ist der Ablagestapel. Wähle jetzt Endivir, das Pflanze-Pokémon auf deiner Bank, als dein neues aktives Pokémon aus. So, dann tauschen wir direkt erstmal. Wenn Pokémon die Positionen tauschen, behalten sie die Schadensmarken, Evolutionskarten und andere Energiekarten, die an sie angelegt sind. Okay, hier kommt die nächste Situation. Klick das aktive Pokémon an, um dir seine Rückzugskosten anzusehen. Alles klar. Wie du siehst, befindet sich dort kein Energiesymbol, also fallen auch keine Rückzugskosten an. Es ist kostenlos. Gut. Was passiert, wenn du einen Rückzug versuchst und sich kein Pokémon auf der Bank befindet? Nix. Versuch's einmal. Es passiert eigentlich nichts. Aha, es ist nicht erlaubt. Rückzug nicht Bevor möglich. Bevor wir ein Pokémon zurückziehen Pokémon auf der können, Bank befinden, müssen wir eins auf der Bank haben, Platz mit dem wir es austauschen können. Mach weiter und lege Endivir auf die Bank. Lege dann eine Energiekarte daran an. Okay, machen wir das mal. Und dann Zieh die Energiekarte. Jetzt dein aktives Pokémon zurück. So. Sehr gut. Während des Spiels kannst du pro Zug vor deinem Angriff nur einen Rückzug durchführen. Wenn dein Gegner an der Reihe ist, kannst du keinen Rückzug durchführen. Hier kommt jetzt die dritte Situation. Ja. Klick dein aktives Pokémon an, um dir seine Rückzugskosten anzusehen. Aha! So. Die Rückzugskosten betragen 3 Energiekarten. Ach, aber es sind nur 2 Energiekarten angelegt. Was mache ich nur? Lege eine Energiekarte aus deiner Hand daran an. Okay. Ziehe jetzt dein aktives Pokémon zurück. Toll. Alle Energiekarten wandern auf den Ablagestapel, aber das könnte es wert sein, um so dein Pokémon in Sicherheit zu bringen. Ja. Ja, geht, ne? Kann man machen. Gut, dann machen wir weiter. Preiskarten und wie man das Spiel gewinnt. So, gute Dame. Trink mal deinen Kaffee aus und dann leer uns
Die nächste Sache. Ich bin gespannt. Schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Jetzt sehen wir uns Preiskarten an und wie man das Spiel gewinnt. Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 6 Preiskarten. Klick, um deine Preiskarten auf dem Tisch zu suchen. Ah, okay, da, ja. Richtig. Wann erhältst du eine Preiskarte? Schauen wir mal. Klick auf dein aktives Pokémon und greife mit der Attacke Tackle an. Okay. Indivier. Tackle. So, und damit ist Carpador weg. Damit ist Carpador kampfunfähig. Wenn du ein Pokémon kampfunfähig machst, bekommst du eine Preiskarte. Klick auf die Preiskarte, um sie zu nehmen und sieh, was passiert. Ach so, ich dachte, ich könnte mir jetzt eine aussuchen. Und wir bekommen eine Nidia. Sie kommt auf deine Hand, sodass du sie beim nächsten Zug einsetzen kannst. Greifen wir einmal vor. Nehmen wir an, du hast noch eine Preiskarte übrig. Was passiert, wenn du dir die letzte Preiskarte verdienst? Mach weiter und greife mit Endivias Attacke Rasierblatt an. So, Rasierblatt Endivia. Endivia! So, ein schwaches Carpador, ja. Das hat mein Pokémon kampfunfähig gemacht. Oh. Klick jetzt, um die letzte Preiskarte zu nehmen. So, gib mir meine Preiskarte. Eine Fassung. Aha, du gewinnst das Spiel, wenn du all deine Preiskarten erhalten hast. Wie sehr aufregend. Schön. Sehen wir uns noch eine Möglichkeit an, wie man gewinnt. In dieser Situation hast du noch mehr als eine Preiskarte übrig. Ich habe nur ein Pokémon im Spiel. Ach stimmt, wenn der Gegner ja keine Karten mehr hat. Mach weiter und verwende Mauzis Attacke Schaufelkrallen. Stimmt ja, wenn er einfach keine Basis-Pokémon auf der Bank hat. Beziehungsweise entwickelte Pokémon auf der Bank. Das hat mein letztes Pokémon kampfunfähig gemacht. Und warum? Klick den markierten Bereich an, um fortzufahren. Beim Gegner. Du hast gewonnen, weil ich kein Pokémon mehr im Spiel habe. Fantastisch! Bisher hast du 2 Möglichkeiten gesehen, das Spiel zu gewinnen. Es gibt auch noch eine dritte. Okay. Klick mein Deck an, um eine neue Situation zu erleben. Eine dritte? Gut. Wie du siehst, ist in meinem Deck nur noch eine Karte übrig. Ach so. Klick erneut auf das Deck, dann fange ich mit meinem Zug an. Zuerst ziehe ich meine Karte. Es ist die letzte. Das ist schon in Ordnung. Ich mache meinen Zug. Nein, Divia. Ja, Platscher, komm. Todesplatscher oder was? Jetzt bist du dran. Klick, um die Energiekarte zu spielen, die du gezogen hast. Ich habe noch keine gezogen. So, und gewonnen. Greife nun mit Endivias Attacke Rasierblatt an. Jawohl, Endivia, Rasierblatt. So. Ich fange jetzt mit meinem Zug an. Oh. Zuerst ziehe ich meine Karte. Aber sieh nur, es gibt keine Karte zum Ziehen. Tja. Klick, um zu sehen, was passiert. Ich habe das Spiel gewonnen. Ich kann keine Karte mehr ziehen, also gewinnst du das Spiel. Jetzt hast du die 3 Möglichkeiten gesehen, das Spiel zu gewinnen. Kannst du dich an alle erinnern? Natürlich. Klick auf die einzelnen Bereiche, um sie dir erneut anzusehen. Okay. Sammel alle 6 Preiskarten, um zu gewinnen. Ja. Du gewinnst, wenn du das letzte Pokémon, das der Gegner im Spiel hat, kampfunfähig machst. Das klingt logisch. Wenn dein Gegner keine Karte ziehen kann, um seinen Zug zu beginnen, gewinnst du. Tja. So einfach ist es. So einfach. Gut, machen wir doch direkt weiter. Du sitzt auf den heißen Stuhl. Gut, ich bin gespannt. Also ich glaube, jetzt kommt neue Sachen, bis auf Zustände. Da gibt es ja auch noch einiges. Aber der Rest ist, glaube ich, für mich jetzt auch neu. Wie gesagt, die haben ja bestimmt auch was Neues reingebracht, damit es nicht so langweilig wird. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Du sitzt auf den heißen Stuhl. Heißt das, ich bin am Verlieren?
so gerade eben. Und dann kann ich mit einer Karte mit der, und dann gewinne ich das Spiel noch. Wie in Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück. Springen wir geradewegs in ein laufendes Spiel. Ja, okay. Du wirst jetzt alle Dinge, die du gelernt hast, in einem echten Spiel sehen. Ich kann hier selbst Klick spielen. Auf die Bereiche der Spielunterlage, um dir das Spiel anzusehen. Alles klar. So. Mauzi ist dein aktives Pokémon. Ja. Es kämpft gegen mein Feurigel. Wir beide haben auch noch Pokémon auf unseren Bänken. Okay. Und Energiekarten habe ich. Dies ist dein Blatt. Du hast 2 Pflanze-Energiekarten. Ja. Und ich habe 2 Preiskarten. Wie du siehst, hast du 2 Preiskarten übrig. Ich habe noch 4 übrig. Ich bin im Vorteil. Gut. Du hast den aktuellen Stand gesehen. Du fängst jetzt mit deinem Zug an. Alles du klar. Du hast Mauzi gezogen. Mach weiter und klick, um es auf deine Bank zu legen. So, dann klicken wir mal auf Mauzi. Klick jetzt die Pflanze-Energiekarte an, um sie an dein Pokémon anzulegen. Die Attacke Schaufelkrallen funktioniert, wenn an Mauzi 2 Energien eines beliebigen Typs angelegt sind. Ja. Mauzi ist ein farblos Pokémon. Klick Feurigel an, um herauszufinden, ob es eine Schwäche oder Resistenz gegen farblos Pokémon hat. Nö. Aha, nichts dergleichen. Nichts dergleichen, mach genau. Mach jetzt weiter und greife mit der Attacke Schaufelkrallen an. Dann setz mal ein, Mauzi. Gut gemacht. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich fange an, indem ich eine Karte ziehe. Ja. Dann lege ich eine Energiekarte an Feurigel an. Okay. Jetzt greife ich an. Damit ist mein Zug beendet. Und? Um mit deinem Zug zu beginnen, ziehe eine Karte. Es ist eine Unterstützerkarte. Mach weiter und spiele sie. Professor Eichs neue Theorie. Diese Unterstützerkarte heißt Professor Eichs neue Theorie. Wie du siehst, steht dort, dass du 6 neue Karten ziehen kannst. Ja, geil. Wow, diese Unterstützerkarte hilft gewaltig. Da sie so mächtig sind, kannst du nur eine Unterstützerkarte pro Zug einsetzen. Mach jetzt weiter und spiele das Phase 1 Pokémon Lorblatt, um Endivir weiterzuentwickeln. Das ist ja interessant. Also es gibt nicht nur Trainerkarten, sondern auch Unterstützerkarten. Und Trainerkarten kann man oft beliebig einsetzen, solange man die auf der Hand hat, ne? So, Lorblatt. Lorblatt. Wenn du ein Pokémon weiterentwickelst, behält es seine Schadensmarken und Energiekarten. Ja. Du hast das Phase 1 Pokémon Safcon auf deiner Hand. Ja. Es kann jetzt nicht gespielt werden, da dafür das Basis-Pokémon Raupi im Spiel fehlt. Sein muss. Die Trainerkarte Pokéball könnte uns vielleicht ein Raupi verschaffen. Nur zu, klick die Karte an. Ja, klar. Ich habe auf jeden Fall einen Raupi. Wirf nun die Deck. Münze und hoffe auf Kopf. Und es ist... Glück gehabt. Ich werde Raupi für dich aus dem Deck holen. Warum das? Lege ich kann Raupi das selber. Jetzt auf die Bank. Okay. Genau. Raupi drauf. Du kannst Raupi bei deinem nächsten Zug zu Safcon weiterentwickeln. Mach jetzt erst einmal weiter und lege eine Pflanze-Energiekarte an Raupi an. Okay. Normalerweise muss man das eigentlich selber draufklicken. Anders als bei Unterstützerkarten kannst du während deines Zuges beliebig viele Trainerkarten spielen. Schließe jetzt deinen Zug ab, indem du die Attacke Schaufelkrallen einsetzt. Auf jeden Fall, Mauzi. Zeig deine Krallen! So, du hast aber sehr erst 50. Gut. Ich bin dran. Ich ziehe meine Karte und entwickle dann Feurigel ja, zu Igelava. Igelava, greife mit Flackern für 30 Schadenspunkte an. Tja, das war's für dich, Mauzi. Ach, dieser Streifen. Das reicht, um Mauzi kampfunfähig zu machen. Damit bekomme ich eine Preiskarte. Okay. Wähle jetzt Lorblatt als dein aktives Pokémon. Mach das, bevor dein Zug startet. Okay. Denk daran, dass Lorblatt eine Schwäche gegen Feuer-Pokémon hat. Mhm. Hoffentlich kannst du Igelava kampfunfähig machen, bevor es Lorblatt angreift. Ich du hast mal schon. Eine Pflanze-Energiekarte gezogen. Mach weiter und lege sie an Raupi an. Das hatte ich auch vor. Da du Raupi während deines letzten Zuges ins Spiel gebracht hast, kann es sich in diesem Zug weiterentwickeln. Mach weiter und entwickle Raupi zum Phase 1 Pokémon Safcon. Okay. Genau. Safcon. Greife jetzt mit Lorblatts Attacke Rasierblatt an. Das sollte ausreichen. Ja, ist neutral. Das heißt, Igelava ist schon mal down. Du hast Igelava kampfunfähig gemacht. Hier ist deine Preiskarte.
Es war ja so klar, dass uns Igelava probiert. Igelava und seine Energiekarten kommen auf den Ablagestapel. Ich wähle mein neues aktives Pokémon und fange mit meinem Zug an. Ich ziehe eine Karte und lege Feurigel, ein weiteres Basis-Pokémon, auf die Bank. Dann entwickle ich Karnimani zum Phase-1-Pokémon Tyrakrok. Tyrakrok, setze die Attacke Wellenplatscher ein. Das tut nicht weh. Dein Lorblatt hat eine Resistenz gegen Wasser. Das ist gut für dich. Es erleidet nur 10 Schadenspunkte. Jetzt bist du wieder dran. Du hast eine Pflanze-Energiekarte gezogen. Mach jetzt weiter und entwickle Safcon zum Phase-2-Pokémon Smetbo. Warum muss ich immer sagen Phase 2, Phase 1, Phase... Das weiß man doch mittlerweile schon. Lege dann eine Pflanze-Energiekarte an Smetbo an, damit du seine Attacke Wirbelwind einsetzen kannst. Hä? Warum? Mit dem Phase-2-Pokémon Smetbo kann man sicher gut angreifen. Mach weiter und ziehe Lorblatt zurück. Ach so, ich wollte schon sagen, wie soll ich jetzt angreifen, wenn das nicht aktiv ist? Wähle jetzt Smetbo als dein aktives Pokémon aus. Okay. Hier ist noch eine gute Nachricht. Tyrakrok hat eine Schwäche gegen Pflanze-Pokémon. Ja, und Wirbelwind ist verdammt es stark. Es wird Zeit für die Attacke Wirbelwind. Das heißt, macht direkt erstmal doppelten Schaden und Tyrakrok ist down. Diese verursacht 60 Schadenspunkte. Und Schwäche mal 2 bedeutet, dass es doppelten Schaden erleidet. Wow! Du hast mein Pokémon kampfunfähig gemacht. Weißt du was? Du hast dir deine letzte Preiskarte verdient. Du hast das Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du willst, kannst du diesen Kampf jederzeit wiederholen. Wenn du bereit bist, können wir mit dem Training für Fortgeschrittene fortfahren. Das war das Letzte außerdem. Okay, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum du sitzt auf einem heißen Stuhl. Aber ist okay, ist okay. Gut, machen wir weiter mit hochentwickelte Fähigkeiten. Poke-Powers und Poke-Booties. Ja, das Tutorial geht schon lang, wenn ich jetzt sehe hier. Wow. Naja. So ist das halt. Man braucht das ganze... Man muss das ganze Tutorial... kennenlernen. So. Wie sieht's jetzt aus? Hallo! In dieser Lektion stellen wir dir Poke Powers und Poke Bodies vor. Ach, Bodies. Fangen wir an. Welche dieser drei Karten hat eine Poke Power namens Sonnenheilung? Das Kinoso. Richtig! Das ist definitiv. Welche dieser drei Karten hat einen Poke Body namens Berserker? Das Ursa-Ring. Du hast es verstanden. Ja. Was also sind Poke-Powers und Poke-Bodies? Genau, es handelt sich um besondere Kräfte und Fähigkeiten bestimmter Pokémon. Der Text auf den Karten erklärt dir genau, wie sie einzusetzen sind. Sehen wir uns ein Beispiel im Spiel an. Mhm. Fangen wir mit Poke-Body an. Okay, Poke-Body. Klick das Phase-2-Pokémon Ampharos auf meiner Bank an. Ach so, Ampharos, okay. Ampharos hat die Pokebody-Leitfähigkeit. Das bedeutet, wenn ein Gegner eine Energiekarte anlegt, legst du eine Schadensmarke auf dasselbe Pokémon. Du bist an der Reihe. Lege eine Energiekarte aus deinem Blatt an, um zu sehen, wie es funktioniert. Okay, jetzt lege bin ich gespannt. Lege sie in diesem Beispiel an dein aktives Pokémon. Mhm. Aha, es erhält Schadenspunkte. Poke-Bodies sind immer aktiv, auch wenn du nicht am Zug bist. Ach so. Und Poke-Bodies funktionieren sogar, wenn das Pokémon auf der Bank ist. Klick jetzt Dodri, das Farblos-Pokémon auf deiner Bank, an. Dodris Poke-Body-Rückzugshilfe besagt, dass die Rückzugskosten deines aktiven Pokémon 2 Farblos-Energien weniger betragen, solange Dodri auf deiner Bank ist. Okay. Die Rückzugskosten deines aktiven Pokémon Impergator betragen jetzt nur noch eine Energie anstatt 3. Ist logisch. Mach weiter und ziehe Impergator jetzt zurück. Boah, das Impergator sieht auch geil aus, aber das andere fand ich viel geiler. Wähle nun Phlegmon als dein neues aktives Pokémon. Ich tausche meinen Impergator gegen einen Phlegmon aus, ernsthaft? Phlegmon wird jetzt durch die Pokebody beeinflusst. Diese Pokebodies ruhen nie. Ja. Sehen wir uns jetzt Poke Powers an.
Poképower. Welches deiner Pokémon verfügt über eine Poképower, die du beliebig oft während deines Zuges einsetzen kannst? Beide. Aber ich habe keine Ahnung, warte mal. Ach so. Ja, ich hätte mir es erst mal durchlesen müssen, weil das ist ein bisschen klein, ne? Aber okay. Genau. Du kannst die Poképower von Impergator während deines Zuges so oft einsetzen, wie du möchtest. Im Gegensatz zu Poké-Bodies, die immer aktiv sind, werden Poképowers normalerweise während deines Zuges vor dem Angriff eingesetzt. Mhm. Wir kommen gleich zu ihnen. Ja, wäre Dein gut. Dein Zug hat gerade angefangen und du hast das Phase-1-Pokémon Hytera gezogen. Mach weiter und spiele es. Hä? Wieso Phase-1 Hytera ist auf Phase 2? Und sieh nur, Hyteras Poképower besagt, dass du sie einmal pro Zug einsetzen kannst, wenn du Hytera von deiner Hand spielst, um eines deiner Pokémon zu entwickeln. Und dieser Fall ist jetzt eingetreten. Mach weiter und setze sie ein. Pflegesegen. Einmal während das dann deines Zugs, wenn du Hytera von deiner Hand spielst, um ein deiner Pokémon zu entwickeln, kannst du alle Schadenspunkte von allen deinen Pokémon entfernen. Wenn du das machst, lege alle Energie, die an diese Pokémon angelegt sind, auf deinen Ablager. Okay. Ich muss sie erstmal kennenlernen. Damit wurden alle Schadensmarken von deinen Pokémon entfernt. Gut gemacht. Spiele jetzt eine Energiekarte. Das heißt, ich heile meine Pokémon nur. Normalerweise kannst du eine Energiekarte pro Zug spielen. Ja. Wie du dich vielleicht erinnerst, kannst du durch Impergators Poképower während deines Zuges mehr Energien spielen. Ah, okay, Setze wegen Regentanz. Setze Impergators Poképower Regentanz ein und spiele eine weitere Energiekarte aus deiner Hand, um zu sehen, wie es funktioniert. Okay, wenn ich durch die Fähigkeit kann ich jetzt auf beliebig Energie so einsetzen. So geht das. Setze jetzt erneut Impergators Poképower Regentanz ein, um eine Wasserenergiekarte zu spielen. Alles klar. Das ist Sehr ja gut. dann ein bisschen In zu einem einfach, Spiel oder? Spiel musst du übrigens ein Pokémon auswählen, wenn du eine Energiekarte spielst, um sie daran anzulegen. Du hast nun während dieses Zuges gesehen, wie zwei Poképowers funktionieren. Mit Bojelins Poképower kannst du eine zusätzliche Wasserenergie pro Zug an Bojelin anlegen. Setze jetzt die Poképower Wassermarsch ein, um deine letzte Wasserenergiekarte zu spielen. Okay. Aha, es funktioniert. Wie du Warum siehst, sollte es kannst nicht? Du, bevor du angreifst, so viele verschiedene Poképowers einsetzen, wie du möchtest. Da wir gerade von Angreifen reden, du hast gerade die Poképower deines aktiven Pokémon eingesetzt. Ja. Kannst du immer noch damit angreifen? Probiere mit Bojelins Attacke Kaskade anzugreifen. Warum? Wieso? Geht das jetzt nicht? Doch. Ich kann angreifen. Ja, und das war's mit Pikachu. Hurra! Der Angriff funktioniert! Und noch einmal zur Erinnerung. Poképowers werden normalerweise während eines Zuges vor dem Angriff eingesetzt. Poképowers sind immer aktiv, auch während des Zuges deines Gegners. Es macht Spaß, beide Kartentypen einzusetzen und es verschafft dir im Spiel einen echten Vorteil. Viel Spaß! Ja, das ist eine Erneuerung, die natürlich dazugekommen ist, die ich natürlich noch nicht kannte. So, machen wir weiter mit Einführung spezielle Zustände. Jetzt gibt's verschiedene Fähigkeiten. Okay, das muss man erstmal lernen. Also es ist gar nicht mehr so schlecht, dass ich mir das Tutorial mal anschaue, komplett. Um die Regel nochmal zu begreifen. Willkommen zurück. Das Thema des Tages sind spezielle Zustände. Okay. Es gibt 5 verschiedene spezielle Zustände. Klick diese Karte an, um einen zu sehen. Das sind alles Karpadors. Dieses Pokémon ist vergiftet. Es bekommt eine Giftmarke. Klick jetzt eine andere Karte an. Okay, Gift. Aha, dieses Pokémon ist verbrannt. Die Verbrennungsmarke zeigt an, dass es verbrannt ist. Klick jetzt auf diese Karte. Dieses Pokémon schläft. Die Karte ist nach links gedreht, um anzuzeigen, dass es schläft. Okay. Klick auf die nächste Karte. Dies
Dieses Pokémon ist paralysiert. Ach, das ist Paralyse. Pokémon werden nach rechts gedreht. Okay. Klick auf die nächste Karte. Dieses Pokémon ist verwirrt. Verwirrte Pokémon werden auf den Kopf gedreht. Auch gut. Sehr gut. Das sind alle 5 speziellen Zustände. Kann denn ein Pokémon von 2 speziellen Zuständen betroffen sein? Ja, kann es. Oh. Es ist zum Beispiel möglich, dass ein Pokémon verbrannt und vergiftet ist. Es kann auch verbrannt und vergiftet sein und schlafen. What the hell? Wie du siehst, sind viele Kombinationen möglich. Es gibt jedoch einige, die nicht zusammen funktionieren. Und das wäre? Was ist mit Schlaf und Paralyse? Klick, um dieses schlafende Pokémon zu paralysieren. Aha, das Pokémon ist nun paralysiert, aber der spezielle Zustand Schlaf ist verschwunden. Die speziellen Zustände Schlaf, Verwirrung oder Paralyse ersetzen sich gegenseitig. Ah, okay. Das Pokémon bleibt vom neuesten speziellen Zustand betroffen. Die Karten werden je nach Zustand in eine andere Richtung gedreht. Mhm. Nach links, nach rechts oder auf den Kopf. Dieses Pokémon ist beispielsweise bereits verbrannt und verwirrt. Um anzuzeigen, dass es verwirrt ist, wurde es auf den Kopf gedreht. Ja. Was passiert, wenn es jetzt paralysiert wird? Versuch es einmal. Es geht nach links. Aha, der spezielle Zustand Verbrennung bleibt. Ja, klar. Verwirrung wird durch den neuen speziellen Zustand Paralyse ersetzt, wodurch die Karte auf die Seite gedreht wird. Sie kann nicht gleichzeitig auf der Seite liegen und auf dem Kopf stehen. Das ist also logisch. Bleibt der neuere Zustand. Wie wird man denn nun einen speziellen Zustand wieder los? Es gibt in der Tat einige Möglichkeiten. Okay. Eine ist, dein Pokémon auf die Bank zu verschieben. Mit der Trainerkarte Tausch kannst du zum Beispiel dein aktives Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Mach weiter und spiele sie jetzt. Gut. Tausch. Ja, das hat funktioniert. Gut, auch beim Rückzug kommt dein Pokémon auf die Bank. Schlafende und paralysierte Pokémon können sich nicht zurückziehen, aber alle anderen... Du kannst dir einfach merken, dass Karten, die auf der Seite liegen, nicht angreifen oder sich zurückziehen können. Ach so. Gut. Mach weiter und ziehe diesmal Mauzi zurück. Deine Energiekarte. Eine weitere sichere Methode, spezielle Zustände zu entfernen, ist die Entwicklung eines Pokémon. Mach weiter und entwickle Mauzi zu seinem Phase 1 Pokémon Snobilikat. Snobilikat. Sehr schön. Interessant. Eine dritte Möglichkeit, spezielle Zustände zu entfernen, ist der Einsatz von bestimmten Trainerkarten wie diesen, die spezielle Zustände sofort entfernen. Um das in Aktion zu sehen, spiele die Trainerkarte Hyperheiler. Ja, die ist bekannt. Hyperheiler, die ist bekannt. Ausgezeichnet. Jetzt weißt du, wie man diese heiklen speziellen Zustände entfernt. Fassen wir zusammen. Um spezielle Zustände von deinem Pokémon zu entfernen, kannst du das Pokémon auf die Bank verschieben, das Pokémon weiterentwickeln oder bestimmte Trainerkarten spielen. Danke, dass du da warst. Kein Problem, immer wieder gern. Der nächste Unterricht beginnt ja gleich. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir noch 2 offen. Wie spezielle Zustände funktionieren. Und Aufbau. Gut, machen wir weiter. Wir haben über spezielle Zustände kennengelernt, die 5 Stück. Und nun kommt die Funktion. Okay. Sehr interessant. Und wie man sie natürlich auch behandelt, sollte man auch wissen. Willkommen zurück. Sehen wir uns an, wie Angriffe und Schadenspunkte bei den 5 speziellen Zuständen funktionieren. Die speziellen Zustände sind Vergiftung, Verbrennung, Schlaf, Paralyse und Verwirrung. Was ist jetzt so speziell an ihnen? Sehen wir uns jeden Zustand genauer an. Das ist super. Wir beginnen mit vergifteten und verbrannten Pokémon. Ja. Sehen wir uns zuerst ein vergiftetes Pokémon an. In meinem Zug greife ich mit Smogmogs Attacke Super Gifthauch an. Dadurch wird Mauzi vergiftet. Mauzi hat jetzt eine Giftmarke bekommen. Wenn ein Pokémon vergiftet ist, erhält es eine Schadensmarke zwischen den Zügen.
Mein Zug ist gerade beendet, also erhält Mauzi eine Schadensmarke. Jetzt bist du an der Reihe. Mach weiter und greife mit Mauzis Attacke Schaufelkrallen an. Das heißt, pro Zug verliere ich 10 Schadensmarken, wie es aussieht. Dein Zug ist jetzt vorbei. Mauzi ist immer noch vergiftet und erhält daher eine weitere Schadensmarke zwischen den Zügen. Wenn Schadenspunkte durch spezielle Zustände verteilt werden, werden Schwäche und Resistenz nicht angewendet. So also funktioniert der spezielle Zustand Vergiftung. Sehen wir uns jetzt an, wie ein verbranntes Pokémon Schadenspunkte erhält. In diesem Beispiel bin ich an der Reihe. Ich setze Vulnonas Attacke Sengende Flammen ein. Dein Mauzi ist jetzt verbrannt und erhält daher eine Verbrennungsmarke. Wie vergiftete Pokémon erhalten verbrannte Pokémon zwischen den Zügen Schadenspunkte. Aber der Unterschied ist, dass der Besitzer des verbrannten Pokémon eine Münze wirft, um festzulegen, ob es Schadenspunkte erhält oder nicht. Aha. Da dein Mauzi verbrannt ist, mach weiter und wirf die Münze. Das heißt, bei Kopf Schaden, bei Zahl kein Schaden oder wie? Es ist Kopf. Kopf bedeutet, dass dein Pokémon keine Schadenspunkte erhält. Oh, so, Kopf ist kein Schaden. Du bist dran. Mach weiter und greife mit Mauzis Attacke Schaufelkrallen an. Dann ist es genau andersrum. Das Pokémon kann immer noch angreifen, wenn es verbrannt oder vergiftet ist. Dein Zug ist vorbei und Mauzi ist immer noch verbrannt. Mach weiter und wirf deine Münze. Jetzt kriege ich Zahl. Aha, ja. Es ist Zahl. Zahl bedeutet, dass du 2 Schadensmarken auf das verbrannte Pokémon legen musst. Und sieh nur, die Schadenspunkte haben ausgereicht, um Mauzi kampfunfähig zu machen. Sogar zwischen den Zügen. So funktioniert Verbrennung. Sehen wir uns jetzt die speziellen Zustände Schlaf und Paralyse an. Wir beginnen mit Paralyse. Okay. Während meines Zuges greife ich mit Lapras an. Ich setze seine Attacke Eisstrahl ein. Ich habe Kopf geworfen, also ist Mauzi jetzt paralysiert. Mein Zug ist jetzt zu Ende. Mhm. Ein paralysiertes Pokémon erhält zwischen den Zügen keine Schadenspunkte. Stattdessen kann es während des nächsten Zuges seines Besitzers nicht angreifen oder sich zurückziehen. Okay. Du bist dran. Du kannst mit Mauzi bei diesem Zug nicht angreifen und es auch nicht zurückziehen. Du kannst immer noch alle anderen Sachen machen. Du hast eine Energiekarte gezogen. Mach weiter und spiele die Karte. Gut. Das paralysierte Pokémon ist nach rechts gedreht. Du erinnerst dich, da es auf der Seite liegt, kann es nicht angreifen oder sich zurückziehen. Dein Zug ist vorbei. Zwischen den Zügen verschwindet der spezielle Zustand Paralyse ganz von selbst. So funktioniert Paralyse. Ach, okay, ja, gut. Sehen wir uns jetzt dann ist es am Anfang erst nutzlos. Während meines Zuges setze ich die Attacke Schlafpuder von Megania ein. Mauzi schläft jetzt. Ganz friedlich. Zwischen den Zügen wirft der Besitzer eines schlafenden Pokémon eine Münze, um zu versuchen, es aufzuwecken. Mach weiter und wirf jetzt die Münze. Bei Kopf wird das aufgeweckt, bei Zahl... Es ist Zahl. Das bedeutet, dass das Pokémon während dieses Zuges weiterschläft. Schläft weiter, wie genau. Auch bei Paralyse kann ein Pokémon während deines Zuges nicht angreifen oder sich zurückziehen, wenn es schläft. Okay, sagen wir, du hast deinen Zug gemacht und er ist jetzt zu Ende. Zwischen den Zügen wirfst du wieder eine Münze, um zu versuchen, dein Pokémon aufzuwecken. Jetzt bekomme ich Kopf und damit ist es wach. Es ist Kopf. Das bedeutet, dass dein schlafendes Pokémon aufwacht. Sehr gut. So funktioniert Schlaf. Einen weiteren speziellen Zustand müssen wir noch behandeln. Verwirrung. Sehen wir uns das in Aktion an. Während meines Zuges setze ich die Attacke Mystikhörner von Damhirplex ein. Mauzi ist jetzt verwirrt. Wie du siehst, wurde Mauzi auf den Kopf gedreht. Dein verwirrtes Pokémon kann während deines Zuges angreifen und sich zurückziehen. Okay. Da es aber verwirrt ist, kann sich dein Pokémon bei einem Angriff selbst Schaden zufügen. Logisch. Du bist dran. Mach weiter und verwende Mauzis Attacke Schaufelkrallen. Da dein Mauzi verwirrt ist, musst du eine Münze werfen. Bei Kopf wird der Angriff normal ausgeführt. Und bei Zahl? Aha, es ist Zahl.
Das bedeutet, dass der Angriff endet, ohne dass mein Pokémon Schadenspunkte erhält. Dein eigenes Pokémon erhält 30 Schadenspunkte. Das reicht, um Mauzi kampfunfähig zu machen. Ich kriege also 10 mehr als die Attacke. Ich greife mit der Attacke Mystic Hörner von Damhirflex an. Pikachu ist jetzt verwirrt. Denk daran, dass ein verwirrtes Pokémon selbst Schadenspunkte erhalten kann. Du kannst dich auch entscheiden, nicht mit ihm anzugreifen. Da wir hier etwas lernen wollen, mach weiter und greife noch einmal an. Mach weiter. Ich werde gezwungen. Und setze Pikachus Attacke Schweifschlag ein. Ich werde gezwungen. Wirf nun die Münze. Jetzt ist es Kopf. Es ist Kopf. Das bedeutet, dass der Angriff normal ausgeführt wird. Das ist ja nochmal gut gegangen. Jetzt hast du gelernt, was passiert, wenn ein Pokémon verwirrt ist. Und weißt du was? Jetzt hast du alle speziellen Zustände in Aktion gesehen. Ausgezeichnet. Jawohl. Tschüss. Tschüss. So, ein Tutorial haben wir ja noch. Und zwar Aufbau und der erste Zug. So, dann haben wir alles gelernt. Dann sind wir bereit, in das Spiel einzutreten und unser Deck zu kreieren und Gegner zu finden und sie zu besiegen. Wir sind fast am Ziel. Nur noch eine Sache müssen wir lernen. Grüß dich, junger Trainer. Sehen wir uns einmal an, wie ein Pokémon-Spiel vorbereitet wird. Die Spielunterlage liegt bereits zwischen uns, also ja. Fangen wir an. Wir beide schlüpfen in die Rollen von konkurrierenden Pokémon-Trainern. Alles Gleichchen. Wir fangen beide mit einem Deck von genau 60 Karten 60 an. 60 Karten. Keine mehr, keine weniger. Da kommt dein Deck hin. Es ist bereits gemischt. Zuerst ziehen wir beide 7 Karten. Klick auf dein Deck, um deine 7 Karten zu ziehen. Okay, 7 Stück? Das, glaube ich, haben sie auch ein bisschen geändert. Oh, wenn du deine Karten erhältst, sieh nach, ob mindestens ein Basis-Pokémon darin enthalten ist. Offensichtlich hast du mindestens ein Basis-Pokémon. Ja. Das bedeutet, dass du das Blatt behältst. Ah, wähle okay, nun ja, das klar. Basis-Pokémon, das dein aktives Pokémon sein soll. Wähle für dieses Spiel Fluffeluff. Och Mann, darf ich jetzt eins aussuchen? Gut, es kommt mit der Bildseite nach unten auf den Platz für das aktive Pokémon. Okay. Du kannst jetzt weitere Basis-Pokémon auf deine Bank legen, wenn du welche hast. Wähle Pikachu aus deinem Blatt. Genau, es kommt mit der Bildseite nach unten auf die Bank. Klick jetzt auf das andere Fluffeluff in deinem Blatt. Auch dies kommt mit der Bildseite nach unten auf die Bank. Denk daran, dass deine Bank bis zu 5 Pokémon aufnehmen kann. Okay. Jetzt legen wir unsere 6 Preiskarten auf die Spielunterlage, ohne sie anzusehen. Klick auf dein Deck, um deine Preiskarten abzulegen. Das mache ich doch. Gut. Deine 6 Preiskarten sind nun dort, wo sie hingehören. Ja. Wirf jetzt eine Münze, um zu entscheiden, wer als Erster am Zug ist. Bei Kopf fängst du an. Mach weiter und wirf jetzt die Münze. Und bei Zahl natürlich du. Es ist Kopf. Mein Klick Zug. Hier, um dein Pokémon aufzudecken. Achso, muss ich auch noch extra klicken, okay. Gut, damit ist die Spielvorbereitung abgeschlossen. Bevor wir mit dem ersten Zug anfangen, sehen wir uns noch einmal die Schritte zur Spielvorbereitung an. Wir fangen beide mit einem Deck von 60 Karten an. Ziehe dann 7 Karten und nimm sie auf deine Hand. Vergewissere dich, dass du mindestens ein Basis-Pokémon auf deiner Hand hast. Ist das nicht der Fall, mische und ziehe noch einmal. Wähle ein Basis-Pokémon als aktives Pokémon und lege es mit der Bildseite nach unten ab. Lege bis zu 5 weitere Basis-Pokémon mit der Bildseite nach unten auf die Bank. Ziehe dann 6 Preiskarten und lege sie, ohne sie dir anzusehen, mit der Bildseite nach unten ab. Wenn dein Gegner kein Basis-Pokémon in seiner Starthand hatte, ziehst du eine zusätzliche Karte. Wirf eine Münze, um zu entscheiden, welcher Spieler beginnt. Deck am Ende dein aktives und die Pokémon auf deiner Bank auf. Jetzt, wo die Vorbereitungen abgeschlossen sind, können wir mit den Zügen weitermachen. Du fängst an. Da du beim Münzwurf Kopf erhalten hast, fängst du an. Alles klar, dann zieh ich mal. Dein erster Zug läuft fast genauso wie ein normaler Zug ab. Es gibt jedoch ein paar besondere Regeln für den ersten Zug. Sehen wir, was du machen darfst und was nicht. Ich denke mal, angreifen darf ich nicht. Ziehe zu Beginn immer eine Karte. Klick auf dein Deck, um deine Karte zu ziehen. Weil das wäre jetzt zu krank. Du hast Schneckmark gezogen. Darfst du ein Basis-Pokémon auf deine Bank legen? Ja. Versuch jetzt Schneckmark zu spielen. Rein theoretisch schon. Ja, du darfst ein Basis-Pokémon auf deine Bank legen. Was ist mit einer Energiekarte? Klick eine Energiekarte an, um sie an Pikachu anzulegen.
Das darf ich auch. Ja, denk daran, dass du nur eine Energiekarte pro Zug anlegen darfst, wenn keine besondere Karte etwas anderes besagt. Darfst du ein Pokémon während deines ersten Zuges weiterentwickeln? Versuch jetzt, Raichu zu spielen. Ich glaube nicht. Aha, nein, das geht nicht. Das ist eine Sonderregel. Du darfst während deines ersten Zuges kein Pokémon weiterentwickeln. Achte darauf, dass ich während meines ersten Zuges auch kein Pokémon weiterentwickeln darf. Was ist mit Trainerkarten oder Unterstützerkarten? Darfst du diese während deines ersten Zuges spielen? Versuche, die Unterstützerkarte Bill zu spielen. Ach, Bill ist ein Unterstützer. Das war mal früher eine Trainerkarte. Nein, das geht nicht. Das ist eine weitere Sonderregel. Während des ersten Zuges eines Spiels darfst du keine Trainer-, Unterstützer- oder Stadionkarte spielen. Stadionkarten gibt's auch noch. Im Gegensatz zur Regelung bei Entwicklungen gilt diese Regel nur für den Spieler, der zuerst dran ist. Das bedeutet, dass ich diese Kartentypen während meines ersten Zuges spielen kann. Wie sieht es mit Rückzug aus? Versuche jetzt, Fluffeluft zurückzuziehen. Das glaube ich eher auch nicht. Ja, du kannst während deines ersten Zuges einen Rückzug durchführen. Achte dabei darauf, dass Fluffeluft keine Rückzugskosten hat. Was ist mit Pokepowers? Sind diese erlaubt? Sehen wir uns Schneckmax Pokepower aktiver Vulkan an. Stimmt, das ist ja neu. Sie besagt, dass du eine Karte ziehen darfst. Wenn es eine Feuerenergiekarte ist, könntest du sie an Schneckmax anlegen. Versuch es einmal. Aha, ja, die Pokepower ist erlaubt. Und du hast Glück. Du hast eine Feuerenergiekarte gezogen. Wer hätte das gedacht? Und darfst du angreifen, um deinen ersten Zug abzuschließen? Das darf ich nicht. Versuche mit Pikachu-Attacke Schweifschlag anzugreifen. Darf ich doch nicht. Oh, doch, darf ich doch. Ja, du kannst während deines ersten Zuges tatsächlich angreifen. Okay. Wie schön. Mit einem Angriff endet dein Zug. Gut, sehen wir uns eine kurze Zusammenfassung eines normalen Zuges an. Okay. Bei einem normalen Zug ziehst du zuerst eine Karte. Mhm. Dann kannst du die folgenden Schritte in beliebiger Reihenfolge machen. Ja. Lege ein Basis-Pokémon auf deine Bank, maximal 5. Entwickle dein Pokémon. Lege eine Energiekarte an ein Pokémon an. Spiele eine Trainer-, Unterstützer- oder Stadionkarte. Zieh dein aktives Pokémon zurück. Und setze Poké-Powers ein. Am Ende, wenn du dann bereit bist, kannst du angreifen. Jawohl. Kannst du dich noch daran erinnern, welche dieser Aktionen während des ersten Zuges nicht erlaubt sind? Ja. Und zwar Spiele, Trainer, Unterstützung. Richtig, während des allerersten Karten. Zuges darfst du keine Trainer, Unterstützer oder Stadionkarte spielen. Dein Gegner darf dies jedoch. Toll. Und entwickle dein Pokémon. Das stimmt. Während des allerersten Zuges darfst du und auch dein Gegner kein Pokémon weiterentwickeln. Sehr gut. Jetzt weißt du, wie der erste Zug und alle folgenden Züge gespielt werden. Anscheinend entwickelst du dich zu einem ziemlich guten Spieler. Ich weiß. Bis später. Wieso bis später? Das ist doch jetzt hier Ende. Es gibt nichts weiteres. So, somit, wow, das hat ziemlich lange gedauert, das Tutorial sehe ich gerade. Aber somit haben wir das Tutorial abgeschlossen. Und wenn euch das Ganze interessiert, dass ich tatsächlich mal im Online-Modus mal was machen soll, gegen Leute kämpfen soll, informiere ich mich mal, wie ich hier am besten, wie ich das installieren kann, damit es wirklich kein Virus gibt. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ansonsten war's das auch jetzt schon. Jetzt schon, ne, ist auch gut, ne? Das ist schon immer eine Stunde. Aber gut, wir haben das komplette, die kompletten Fähigkeiten kennengelernt und nun sind wir bereit, in das Spiel einzutreten und gegen Gegner zu kämpfen. Wiederum muss man natürlich jetzt die Karten auswendig lernen, um die Fähigkeiten und blablablub, so wie in jedem anderen Kartenspiel auch. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung dalassen und auch schreiben, ob ihr jetzt mehr Folgen von Pokémon Sammelkartenspiel online haben wollt. Dann werde ich da welche machen. Wenn nicht, dann belassen wir es bei dem Tutorial. Ich würde sagen, das war's mit Just for Fun und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.